Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Fully Modded Parkbauprojekt. Und beim letzten Mal haben wir das große Pflanzenfressergehege fertig gebaut. So sieht das Ganze aus. Ich finde, das ist sehr cool geworden. Ich glaube, die Fahrt hier durch wird super interessant werden. Wahrscheinlich wird das vom Bauen her heute die letzte Folge, aber dann wird nochmal eine Tour kommen, wo wir uns dann durch den Park hier selber mal uns durchbewegen werden. Ich habe ja gefragt, ob ihr mehr im Speedbuild sehen wollt oder so normal. Die meisten von euch haben so eine Mischung geschrieben. Also ich werde das, denke ich, dann auch mal so handhaben, dass ich dann teilweise Sachen, die ein bisschen länger dauern, einfach im Speedbuild mache, damit das Ganze schneller für euch vorangeht und auch für mich vorangeht. Und teilweise werde ich dann auch Dinge ganz normal bauen, so wie wir es jetzt auch schon gemacht haben. Wir haben natürlich auch viele neue Bewohner bekommen. Ihr habt richtig viele tolle Namensvorschläge wieder geschrieben. Fangen wir mal hier vorne an, bei den Toros. Der schläft hier gerade. Der hat den wunderschönen Namen Scampia bekommen. Wieso kann ich denn... Ah, jetzt. Doch, ich wollte näher ran. Scampia, ein wunderschöner Name. So, dann haben wir hier Veggie. Natürlich für einen Pflanzenfresser auch super passend. Und der nächste, das ist Peter Pop. Den Namen feiere ich ja sowieso. Und dann haben wir ja... als vierten im Bunde den Thorsten. Der stolziert hier auch durch die Gegend. Und zu guter Letzt bei den Toros haben wir Matschbirne. Auch irgendwie passend, ne? Weil die hauen ja mit ihren Hörnern zu und irgendwann wird die Birne wahrscheinlich zu Matsch, wenn man zu viel zuhaut. So, das waren unsere fünf Toros. Und wir haben natürlich noch unsere, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Amagasauren. Da haben wir einmal Angelina. Nach der Tochter benannt war es, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wunderschön mit diesem pinken Segel. Und als nächstes haben wir bei den Amagas, oh Gott, auch wieder ein pinkes Segel. Wolfgang Amadeus Mozart. Der musikalische Seba hat sich hier verewigt. So, und der letzte im Bunde, passender Name natürlich, Segler. Das ist der schöne Amagasaurus in Blau. Der ist echt cool, ne? Ich bin froh, dass ich diese Mod installiert habe. Sieht wirklich wundervoll aus. So, das sind unsere neuen Bewohner. Für dieses Gehege hier vorne, das werden wir jetzt noch bauen. Das ist ja das Fleischfressergehege, das letzte. Da haben wir sogar schon Namen. Allerdings habe ich mir schon was im Kopf überlegt. Wir werden wahrscheinlich diese Folge trotzdem noch Dinos freilassen. Aber wie das Ganze dann gemacht wird und wo die hinkommen und sowas, das frage ich euch dann. Ach so, und wir werden natürlich auch noch mehr Dinos hier reinlassen. Das sowieso. Aber ich werde wahrscheinlich noch ein weiteres Gehege bauen. Lasst euch überraschen. Aber als erstes werden wir jetzt hier mit diesem Fleischfressergehege anfangen. Und jetzt seht ihr das Ganze schon ein wenig beschleunigt für euch. Der Meisterschütze Dandy ist hier wieder am Werk. Jeder Schuss ein Treffer. Weil natürlich müssen jetzt erstmal die Bewohner raus hier aus dem Gehege. Weil sonst sind die immer im Weg, wenn man das Ganze gestalten möchte. Und ich finde es einfach krass, wie ich echt jeden Schuss hier treffe. Dann mache ich erstmal nochmal die Streckenführung. Da können wir leider auch noch nicht zu Ende machen, weil da noch zwei kleine Dinos im Weg lagen. Aber das soll uns nicht weiter stören. Habe jetzt hier an den Rand nochmal ein paar Felsen platziert, weil sich diese Ecken da an der Stelle ganz gut dafür anbieten. Und dann habe ich überlegt, hier diesen etwas größeren Baum mal unterzubringen in dem Gehege. Allerdings habe ich dann ordentlich Probleme bekommen mit der Wasserplatzierung. Weil das Hauptproblem war halt, dass das Gehege Höhenunterschiede drin hatte und man kann ja leider kein Wasser auf verschiedene Höhen und so platzieren. Deswegen habe ich mich jetzt letztendlich auch dagegen entschieden, diesen Baum zu verwenden und habe dann einfach in die Kurve dieses Gewässer da gemacht. Habe das Gehege dann auch ein wenig trockener gemacht, so wie das andere Fleischfressergehege von den Giganotus auch. Und dort dann einfach versucht, eine möglichst schöne, natürliche Felskonstruktion zu bauen. Den Baum habe ich auch nochmal verschoben, den wollte ich aber unbedingt verwenden. Habe mich dann hier für den Rand entschieden. Da passt er nämlich ganz gut hin. Der ist nämlich sehr, sehr groß, dieser umgekippte Redwood Tree. So, hier habe ich dann mit Felsen so eine richtig, richtig schöne Ecke geschaffen. Dort passt eigentlich perfekt ein Futterspender rein, wie ihr seht. Und dann habe ich mich ordentlich ausgetobt mit Bäumen. Und alles, was geht, habe ich platziert eigentlich. Also ich habe wirklich versucht, jeden Winkel so ein bisschen zu bedecken mit irgendwas, damit das Ganze interessant aussieht.
Das Ziel dahinter seht ihr dann auch gleich, wenn wir damit fertig sind, was ich erreichen wollte, warum ich hier mich so ausgetobt habe. Ich habe immer bei den Bäumen so ein bisschen darauf geachtet, dass die Stämme nicht unbedingt genau im Felsen losgehen, weil das halt sehr unrealistisch ist und mir das nicht ganz so gut gefällt. Aber das hat eigentlich relativ gut geklappt. Also da muss ich JWE mal loben. Da hat das Spiel gute Arbeit geleistet. Meist hat man ja sehr viele Probleme mit diesen Bäumen, weil die mega random sind. Ihr seht hier jetzt auch schon, dass ich mich wirklich mega ausgetobt habe mit der Platzierung von den Gegenständen und Bäumen und Bepflanzung und Felsen in dem Gehege. Ich wollte halt, dass das Gehege möglichst interessant wirkt und schön blickdicht ist und verwinkelt ist, damit es nicht ganz so klein wirkt, wenn man dann da durchfährt. Und hier in den Zwischenbereich habe ich auch so überlegt, was ich denn machen könnte als Abgrenzung. Ich dachte erst vielleicht ein normaler Zaun, aber das hat mir dann doch nicht so gefallen. Habe mich dann hier für diese Baumstämme entschieden. Auch wenn das ein bisschen unnatürlich aussieht, fand ich das trotzdem nicht schlecht. So, und damit ist auch das Fleischfressergehege hier fertig. Ich habe das mega krass zugebaut, aber ich hatte auch gar nicht viel mehr Möglichkeiten. Also ich habe hier wirklich fast alles benutzt, was ich an Platzierung benutzen kann. Aber ich habe auch das erreicht, was ich erreichen wollte, weil ich wollte, dass man, wenn man auf dieser Seite fährt, noch nicht so viel von der linken Seite sieht. Und dass man hier so versteckt auf den Futterspender gucken kann. Ich glaube, das wird später ziemlich cool. Dann fährt man hier rum. Einmal um das Wasser. Sieht schon nice aus. Sorry übrigens, wenn es ab und zu mal ein bisschen leckt. Ich habe nämlich das Gefühl, dass diese ganzen Objekte, die ich hier platziert habe, für FPS-Probleme sorgen. Wobei, jetzt geht es sogar von den FPS. Aber ich habe, also wenn ich in diesem Bereich hier manchmal hochzoome und so, dann kann es echt sein, dass es bei euch laggt. Wenn ich mich hier vorne im Park befinde, dann habe ich auf einmal wieder richtig gute FPS. Also hier sollte gar nichts ruckeln. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich da hinten so viele Objekte verbaut habe. Ich weiß nicht. Also ich hatte ja eigentlich vor, noch richtig viel auszuschmücken mit diesen Bänken und so. Aber ich glaube, das werde ich nicht mehr machen. Weil ich einfach hier hinten schon so schlechte FPS habe und so ein bisschen Angst habe, dass das dann für euch nicht mehr gut anschaubar ist. Aber das ist auf jeden Fall das hier Gehege hier geworden, das fertige. Ich bin damit sehr zufrieden. Also dafür, dass wir so wenig Platz hatten, haben wir da, glaube ich, was relativ Schickes draus gezaubert. Jetzt fehlt natürlich hier noch der Resort-Bereich mit dem Ankunftsort und den Hotels. Da werde ich auch noch ein kleines Gehege unterbringen. Wie ich das Ganze mache, zeige ich euch gleich. Und ansonsten müssen wir hier noch verbinden. Und dann ist der Park schon fast fertig. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich werde wahrscheinlich nicht mehr so viel mit Bänken ausschmücken, was ich eigentlich ausschmücken wollte. Aber ich gucke gleich mal. Also ich muss mal gucken, wie das Ganze dann noch läuft von den FPS und was ich dann noch bauen kann, so dass es noch angenehm ist zum Zuschauen. Weil, ja, was bringt es euch, wenn ich hier einen schönen Park baue und ihr den nicht mehr vernünftig ruckelfrei angucken könnt? Und wir müssen jetzt noch einige neue Bewohner freilassen. Denn ich muss gleich diese Brutstätte, wo die Bewohner rauskommen, abreißen, weil wir den Platz brauchen. Deshalb lassen wir jetzt alle Dinosaurier frei, die wir noch in unserem Park haben wollen. Unter anderem diesen wunderschönen Edmontosaurus. Ich hoffe, bei euch läuft alles flüssig und leckt nichts in der Aufnahme, weil beim letzten Mal, als ich Dinos freigelassen habe, hatten wir so ein bisschen Probleme hier an dieser Stelle. Ich glaube, diese ganzen Mods überfordern mittlerweile das Spiel oder meinen PC, ich weiß es nicht. Ah, der ist schon cool, ne? Toller Skin. 4 Stück kommen davon übrigens in das große Pflanzenfressergehege. Also für alle Dinosaurier, die ich jetzt freilasse, könnt ihr natürlich wieder coole Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Ist die letzte Chance, sich zu verewigen, weil in dieser Folge werden wir den Bau abschließen, aber dann kommt nochmal eine Besichtigungsfolge und dort werde ich dann vielleicht auch nochmal die Namen verkünden. Beziehungsweise ihr könnt ja auch dann das Savegame runterladen, dann seht ihr die Namen ja von den neuen Dinos. Und dann kommen noch 3 Oviraptoren in das Gehege. Ich weiß jetzt gar nicht, waren das Fleischfresser? Pflanzenfresser? Weil Eierdiebe waren es ja nicht. War ja nur ein Gerücht. Ich denke mal, das passt schon, wenn wir die da reinpacken. Kommt für den Archaeornithomimus in das Spiel. Das heißt, die fressen Pflanzen in dem Fall. Also passt das, glaube ich, ganz gut. Ist auch ein toller Dino. Und ich finde, diese Mod darf in unserem Fully Modded Park nicht fehlen. So, die kommen auch darüber. Und die letzten Dinosaurier bzw. Urzeitwesen für unseren Park sind 4 Epiornis. Die kommen nicht in das große Pflanzenfressergehege. Die kommen gleich nochmal in ein extra Gehege. Was ich schon geplant habe, was hoffentlich klappen wird. Auch sehr cool, ne?
feiere die Mod. Die ist richtig cool. Könnte natürlich noch ein bisschen von der Umsetzung schöner sein, von dem Federkleid und so. Aber trotzdem cool. Erinnere mich immer so ein bisschen an Vogelstrauß, die Epiornis. So, die Epiornis werden jetzt erstmal zwischengelagert, denn diese Brutstation, die kommt jetzt hier weg. Das ACU-Zentrum müssen wir noch da lassen. Bis zu guter Letzt, bis alle Dinos sich in den richtigen Gehegen befinden. Damit wir die logischerweise noch transportieren können. Aber erstmal möchte ich jetzt hier noch ein Gehege unterbekommen. Und natürlich das Resort bauen. Machen wir jetzt auch nicht im Speedbuild, zumindest den Anfang nicht, wo wir das Gehege bauen. Denn ich habe da was auf YouTube gesehen. Das war, glaube ich, bei Evolution Square auf dem Kanal. Auch eine sehr gute JWE-Bauerin. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Eine sehr coole Idee, denn wenn man hier dieses Hotel baut. Hier ist das Hotel. Das ist richtig cool. Da sitzen ja die Leute dann hinten wirklich auf den Bänken und so. Ich kann mal eins platzieren und dann bauen wir das mal fertig. Dann zeige ich euch mal, was ich meine. Und zwar, wenn die Hotels fertig sind, ist es ziemlich cool, weil die Gäste dann später auch hier auf der Terrasse sitzen. Und die stellen sich auch hier hin. Ich kann gar nicht dahin fliegen. Auf jeden Fall stellen die sich hier vorne hin und gucken dann in diese Richtung. Und die Idee dahinter ist halt, dass man hier nochmal ein Gehege hinmacht. Und da sollen die Epiornis rein. Das heißt, man hat von dem Hotel aus direkt eine Sicht nochmal auf Urzeitwesen, was ich ziemlich cool finde. Gut, die Platzierung von den beiden Hotels ist jetzt noch nicht ganz ideal. Die werde ich nochmal eben anpassen. Und dann bauen wir mal eben die Gehegemauern. Ja, jetzt stehen die Hotels ein bisschen besser. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir das Ganze dicht bekommen, also dass da keine Dinosaurier mehr durch können. Ich überlege, ob ich das einfach mit Hecken mache. Könnte es auch mit diesem Zaun machen natürlich. Das spricht natürlich noch mehr dafür. Das Problem ist nur, dass man den Zaun wirklich dicht an dicht platzieren muss. Gott, muss ich hier vorne komplett lang bauen, ist jetzt die Frage. Oder reicht das, wenn ich... Ich glaube, das reicht nämlich nicht, weil hier können die, glaube ich, durch beim Gebäude. Das ist ziemlich doof. Also ich glaube, ich muss hier wirklich vorne nochmal komplett drumherum bauen. Will aber keinen großen Zaun machen, weil sonst logischerweise die Sicht darunter leidet. Wie ist denn das, wenn ich das mit dem Zaun machen würde? Dann wäre das ungefähr... Ich müsste den halt auch dicht an dicht machen. Gott, da müsste ich ja mega viel platzieren. Ich glaube, ich mache das gleich mit den Lampen. Das ist ein bisschen leichter. So müsste ich den Zaun platzieren. Würde halt nicht aussehen. Damit das wirklich dicht wäre. Und dann würden wir super viele Objekte platzieren. Also der Zaun ist auch noch nicht so optimal dafür. Ich denke mal, ich werde das eher mit Lampen dann doch machen. Wahrscheinlich der einfachste Weg, weil die eine relativ große Hitbox haben und dann können da die Dinosaurier nicht mehr durch. Oh, hier am Rand werden wir auch Probleme bekommen, weil wir da nicht schräg hochbauen können. Das habe ich gar nicht bedacht. So ein Mist. Natürlich jetzt hier der Nachteil an dieser Karte. Ich glaube, da müssen wir wirklich dann ein Stück normalen Zaun machen. Das geht wahrscheinlich gar nicht anders. Ich hoffe echt, dass das jetzt die Tierchen aufhält, hier rauszukommen. Ich habe es nämlich nicht ganz ideal platziert. Müssen wir gleich testen, aber so wird das Ganze dann funktionieren. Und dann wäre halt die Sicht von der Terrasse ziemlich cool. Ich glaube, ich könnte hier echt noch ein Stück rüber gehen. Dass wir so wenig Zaun wie möglich hier haben. Dass ich hier noch Lampen hinmache. Und hier vorne mache ich das dann genauso. Solange das noch ebenerdig ist und ich Lampen platzieren kann, kann ich das ja auch ausnutzen. Also dass wir hier nochmal ein Stück mit Lämpchen versehen. So sieht das Ganze jetzt aus und ich hoffe, da ist keine Lücke drin, wo die durch können. Ich könnte es mir zwar vorstellen, aber ich hoffe es einfach mal nicht. Also ich würde sagen, wir holen die jetzt mal rüber und testen mal, ob sie da raus wollen. So Leute, drückt die Daumen. Wir platzieren mal eben hier so einen Futterspender. Wenn der jetzt da durchkommt, wäre richtig schlecht. Aber so sollte er zumindest den Anreiz haben und trinken machen wir auch hin. Oh! So viel dazu. Shit. Aber hier ist ja außen lang gelaufen. Und Versuch Nummer 2. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe das jetzt hier näher ran gemacht. Bitte bleib da drin. Nicht direkt los sprinten, Dude. Oh, das sieht gut aus. Also noch scheint er kein Interesse zu haben. Wir müssen das Ganze natürlich ein bisschen beobachten noch. Aber es sieht echt gut aus, glaube ich. Ich glaube, das hat geholfen. Ja, er legt sich schlafen. Ich glaube, sonst wäre er weggerannt. Hätte er hier noch rausgekonnt. Ich bin gerade am überlegen, ob wir hier nicht noch einen Zaun vorplatzieren. Ich weiß halt nicht, wie das aussehen würde. Dass wir hier nochmal so einen Zaun entlang ziehen. So sieht das Ganze mit Zaun aus. Finde ich eigentlich cool. Sieht dadurch noch realistischer aus, ne, mit dem Zaun. Ja, das gefällt mir. Das ziehe ich durch.
Und dann ging es auch schon wieder, natürlich im Speedbuild, an die Gehegegestaltung. Das Gehege ist ja relativ klein, deswegen kann man hier gar nicht so viel machen. Wir müssen ja einen Futterspender unterbringen und Wasser. Was ich allerdings ein bisschen schade fand, ist, dass wir auf Isla Pena leider keinen Sand zur Verfügung haben. Da gibt es ja dieses Schiefer und deshalb, ja, konnten wir zwar Palmen benutzen für diese paradiesische Resort-Optik, allerdings halt keinen Sand. Und das hier ist jetzt das fertige Ergebnis. Da stehen dann die Leute, die im Hotel zu Gast sind. Die haben dann einen wunderschönen Ausblick hier direkt auf das Epiornis-Gehege. Ist das nicht cool? Da sind sie dann am Fressen. Ich finde es auch cool mit dem Zaun. Also es macht nochmal viel her. Zwar ein bisschen klein für die Epiornis, muss man sagen, der Zaun, aber das passt schon, denke ich. Ich könnte da locker rübersteigen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die so groß sind. Aber ich finde das echt cool, dass dann die Gäste da wirklich stehen und auch gucken. Und die sitzen da ja auch. Das ist ziemlich nice, dieses Hotel. Tolle Idee. Und jetzt geht's wieder weiter im Speedbuild mit dem Resort-Bereich. Ich habe erstmal hier vorne so den Hauptweg gestaltet. Und davon geht so eine kleine runde Sitzecke ab, wo sich die Gäste dann nochmal hinsetzen können. Mir ist jetzt nichts anderes eingefallen, was ich so zwischen diese beiden schräg ausgerichteten Hotels parken könnte. Und ich fand die Idee eigentlich ganz cool, weil da konnten wir dann natürlich unsere Dekorationsmod mal nochmal ein bisschen ausprobieren und benutzen. Ein paar Bänke aufgestellt, ein paar Hecken drumherum. Ist natürlich immer ein bisschen umständlich, weil man immer die Hecke fast einmal um 360 Grad drehen muss. Aber so sah das fertige Ergebnis aus. Fand ich ganz süß. Und hier beim Hauptweg, den wollte ich auch nicht so langweilig gestalten, deswegen habe ich in der Mitte das Ganze freigelassen und ein paar Lampen platziert, damit das auch schön bei Nacht aussieht. Noch mehr Bänke dürfen dann natürlich auch nicht fehlen. Die werde ich sowieso hier relativ viel in dem Resort-Bereich verwenden, weil die Leute sollen natürlich viele Sitzmöglichkeiten haben, um sich auch zu entspannen und die Sonne zu genießen. Wichtig war mir dann auch noch, dass wir Wasser unterbringen für die Gäste. Deswegen habe ich hier so ein kleines, rundes Wasserbecken gebaut. Ja, was heißt rund? Ist eher oval, ne? Aber die Form ändert sich sowieso gleich nochmal, weil ich das irgendwie nicht ganz so ansprechend fand. Das fand ich ein bisschen interessanter. Ich weiß gar nicht, was ist das jetzt für eine Form? Ein misslungener Kreis? Könnte sein. Ja, auch hier wieder schön bepflanzen. Palmen in die Mitte, paar Bänke hin und natürlich Mülleimer, damit der Müll nicht auf dem Boden landet. Ich weiß, die Bänke und Mülleimer funktionieren natürlich nicht, aber rein optisch gesehen ist es natürlich eine schöne Sache. Und dann habe ich sogar mal diese kleine Deko-Toilette verwendet, die ja eigentlich aus dem Jurassic Park Film kommt. Aber die fand ich ganz süß an der Stelle, muss ich sagen. Die richtigen Läden und Geschäfte, die die Leute benutzen können, habe ich natürlich auch nicht vergessen. Dafür habe ich nun mal hier vorne einen schönen Bereich gestaltet, wo es alles gab, was man braucht. Einmal ein Souvenirshop, eine Toilette und natürlich das Jurassic Café. Achso, was ich noch gar nicht gesagt habe, ich habe natürlich hier die hellen Wege verwendet, weil die habe ich ja noch gar nicht benutzt von der Wegemod oder von meiner eigenen Wegemod. Die finde ich nämlich ganz cool, die passen sehr gut zu den Strohdächern und auch dieser Oldschool-Optik von den Jurassic Park DLC halt. Bei der Bepflanzung habe ich eigentlich nur die freundlichen Bepflanzungssachen genommen, also die fruchtbaren, nicht hier dieses Küstengebiet und Klippe, was es da gibt, das ist ja mehr so Richtung ausgetrocknet, aber das wollte ich natürlich nicht, ne? Ich wollte natürlich, dass das wie eine fruchtbare Oase wirkt. Klingt irgendwie komisch, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich damit meine. Und ja, dafür sind natürlich diese Pflanzen auf jeden Fall mit am besten. Das Ganze habe ich dann auch connected zu dem Hauptweg, auch in so einem doppelbreiten Weg, bisschen geschwungen. Und dann habe ich hier das Ganze noch ein bisschen schöner abgerundet. Das einzige Gebäude, was natürlich jetzt noch wichtig ist und fehlt, ist ein Schutzbunker. Dort habe ich auch mit Absicht den grauen Weg verwendet, weil das natürlich eigentlich kein Gebäude ist, wo die Besucher hingehen sollen, halt nur im Notfall. Und so sah der fertige Resort-Bereich dann aus. So, im Hintergrund seht ihr mich jetzt nochmal so ein bisschen gestalten, einfach so ein bisschen die Umgebung.
Aber ich habe mich jetzt letztendlich dazu entschieden, dass der Park soweit fertig ist. Ich werde vielleicht die ein oder andere kleine Änderung noch außerhalb des Videos jetzt vornehmen. Das werdet ihr dann in der finalen Tour sehen, wo ihr dann auch das Safe Game noch zur Verfügung gestellt bekommt. Allerdings kann ich schon mal sagen, dass ich nicht mehr ganz so viele Objekte, also an Bänken und Mülleimern, verwenden werde. Ich entferne hier auch teilweise welche im Hintergrund, weil ich einfach Angst habe, dass dadurch die FPS zu schlecht werden. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Park, ich hoffe ihr auch. Ihr werdet dann beim nächsten Mal nochmal eine schöne Tour sehen und nochmal alles ausgiebig in dem Park dann zu Gesicht bekommen. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich selber einen Daumen freuen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.